rauchende Schornsteine, die gehören im Winter natürlich zum Stadtbild bei uns im Westen. Aber der Rauch, der da rauskommt, der ist ganz schön teuer. Heizenergie ist so kostspielig gewesen in den letzten Monaten wie noch nie. Und deswegen haben ganz viele Menschen Sorge, wenn sie jetzt ihre Nebenkostenabrechnung aufmachen. Ja, ist natürlich immens gestiegen, gerade halt dann ab vorletzten Jahr, wo es dann halt richtig geknallt hat, da hat sich der Gaspreis so ungefähr verdoppelt. Aber wie lassen sich effektiv Heizkosten einsparen? Und zwar als Mieter und auch als Eigenheimbesitzer. Smarte Hilfsmittel wie Sparduschköpfe und Thermostate im Sparcheck. Außerdem sollen wir zeitgemäßer heizen und ein Gerät, die Wärmepumpe, ist dabei immer wieder im Gespräch. Müssen wir uns jetzt alle so ein relativ teures Teil installieren und unsere Häuser für viel Geld sanieren, um die Energiewende hinzukriegen? Mein Kollege Daniel Aßmann fragt und rechnet nach. Was hat das Ding denn gekostet? Und vor allem, was ja auch interessant ist, welche Förderung konnten Sie denn genießen? Heute geht's ums Thema Heizen. Mit Tipps und Tricks, wie Sie Ihren Energieverbrauch senken können und damit bares Geld sparen. Und mit ganz viel Informationen rund um die Energiewende. Herzlich willkommen beim Haushaltscheck. Yvonne Willigs macht den Haushaltscheck. Ihr Thema heute: richtig heizen. Kostengünstig durch den Winter. Bevor es losgeht, treffe ich mich aber erstmal mit Daniel Aßmann. Er unterstützt mich in der heutigen Sendung bei meiner Recherchereise zum Thema richtig heizen. Wie sieht es bei dir mit dem Heizen aus, beziehungsweise mit den Heizkosten? Habt ihr einen riesen Abschlag gekriegt? Musstet ihr mehr bezahlen? Ja, definitiv. Also bei mir war es der Doppelte. Heize auch noch mit Gas zu Hause. Bin jetzt aber tatsächlich auch dabei zu überlegen, ob ich nicht umsteige auf Wärmepumpe. Weil meine Heizung ist 20 Jahre alt. 20 Jahre alte Gasheizung. Ich kenne da nur Leute, die sagen, ne, also Wärmepumpe kommt mir gar nicht ins Haus. Ich kaufe mir nochmal eine Gasheizung, stell die mir schon mal auf Halde hin. Wie heizt du denn? Tatsächlich Fernwärme. Also seit ungefähr 3-4 Jahren haben wir unsere Ölheizung abgeschafft. Wir mussten die abschaffen, weil die alt war, weil die nicht mehr zu befüllen war. Und wir konnten direkt ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Und das ist in der Stadt, in der ich wohne, auch noch gefördert worden. Heizen muss jeder. Und so hat gefühlt jeder seine eigene Meinung. Wie stehen die Menschen im Westen zum Dauerbrenner? Die Heizperiode kommt. Und dann werden wir spätestens drüber nachdenken müssen, welche Heizung haben wir eigentlich, welche wollen wir in Zukunft haben und was ist vielleicht die umweltfreundlichste Alternative zu dem, was bei uns im Keller eingebaut ist. Mal gucken, was die hier in Essen am Baldener See dazu sagen. Thema Heizen, was haben Sie für eine Heizung zu Hause? Fernwärme. Fernwärme. Ich habe noch Öl, ganz klassisch. Wir haben damals hier im Büro Fernwärme genommen. Bisher mit Gas. Mit Gas. Öl. Wir haben Gas, ein Wert. Mhm. Schon lang. Wie lange? Ökologisch gut. Ich habe Gas. Wir haben Fußbodenheizung und heizen deshalb über dann Fernwärme. Haben Sie darüber nachgedacht, sich eine neue anzuschaffen im Zuge dieser ganzen Debatte Wärmepumpe, Energiekonzept und so weiter? Nein. Warum nicht? Solange das Ding funktioniert, machen wir doch keine Gedanken darüber. Oh, okay. Ich sag mal, man muss sowieso generell gucken, wo geht die Tendenz hin. Ja. Gas wird immer schwieriger mit der Versorgung. Klar, Wärmepumpe ist eine langfristige Lösung, Solar in Kombination. Aber da ist man schon sehr unsicher. Am besten sparen. Ja, die Wärmepumpe ist eine teure Sache. Sehr teure Sache sogar. Das ist verrückt, was die kostet. Ich würde, wenn ich persönlich vor der Frage stünde, was ich machen würde, erstmal noch warten damit. Ne? Ja, ich glaube, es ist aber auch schwierig, das so halt einfach zu sagen, weil es ja doch immer irgendwie eine Einzelfallentscheidung ist. Und ich glaube, diese Diskussion wird gar nicht aufgemacht. Die Politik hat große Pläne für die sogenannte Heizwende. Das war schon bei Antritt der Ampelkoalition klar. 2021 Koalitionsvertrag, es soll keine Öl- und Gasheizung bis 2025 mehr geben. So, da habe ich auch als erstes gedacht, muss ich meine alte jetzt rausreißen oder gilt das nur für Neuanschaffungen? Ja. Wenn ich mir vor 2 Jahren eine gekauft habe, dann muss ich die ja wohl nicht rausreißen. Und das war ja schon die riesengroße Verunsicherung. Durch den Krieg, den wir nun mal leider aktuell haben und der damals dann entstanden ist, haben wir das Ganze noch nach vorne gezogen, auf 2024. Die Bundesregierung hat sich im September 2023 auf das neue Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Eine Heizung darf so lange laufen, wie sie funktioniert und repariert werden kann. Ab dem Jahr 2024 sollen neue Heizungen zu 65% klimaneutral sein. Das Gesetz wird an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Die soll bis 2028 abgeschlossen sein. Geht eine Heizung vorher kaputt, sollen auch noch Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind. Die Wärmepumpe ist in aller Munde und es gibt Fragen über Fragen. Zeit, dass wir da mal nachhaken.
da du ja unser Ausgerechnet bist, ja, würde ich dich bitten, dass, ob du Lust hast, mal zu gucken, was kostet tatsächlich mit einer Wärmepumpe. Also wie teuer sind die in der Anschaffung? Wie sind die, wenn ich die einbauen muss? Kriege ich überhaupt einen Handwerker? Gibt es da irgendwas zu beachten und so? Was wird gefördert? Was wird gefördert? Wie sind die Fördermöglichkeiten? Während Daniel große Rechnungen aufmacht, mache ich einen ganz besonderen Ausflug. So, ich bin jetzt verabredet in einem Wohngebiet mit einer ganz spannenden Frau. Ich sag noch nicht, wer es ist. Und die Frau kennt sich nicht nur mit Heizungsanlagen aus, sie bringt auch noch Glück. Da ist sie schon. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Schornsteinfegermeisterin. Ja, ist richtig. Julia. Ja. Wir duzen uns. Julia Boutour nimmt Yvonne heute mit in ihren Kehrbezirk nach Herne. Die Bochumerin sitzt im Vorstand des Bundesverbandes der Schornsteinfeger und kennt die Sorgen und Nöte ihrer Kunden. Viel Glück im Heizungskeller. Ein Tag mit der Schornsteinfegerin. Ich kenne natürlich von Schornsteinfegern immer einmal anfassen, weil das Glück bringt. Das verteile ich auch immer. Das verteilst du auch gerne, ne? Ihr kommt aus einer Schornsteinfegermeister-Dynastie. Ja. Die ganze Familie macht das. Mein Papa ist Schornsteinfeger, jetzt Rentner tatsächlich. Ja. Ne? Aber ich habe noch eine Schwester, die Schornsteinfegerin ist und einen Schwager. Und meine Nichte ist jetzt gerade im dritten Lehrjahr. Und wir wohnen auch noch alle zusammen, daher komme ich aus einer Dynastie. Und wie viele Leute beehrst du mit deinem Kehrbesen? Ungefähr um die 2300 Leute. Okay, 2300 Leute. Und wie viele unterschiedliche Heizungstypen betreust du? Also natürlich das Klassische, die Gasheizung, gerade im Ruhrgebiet. Ölheizung haben wir auch noch, werden wir auch heute sehen. Dann haben wir aber auch noch Koksheizung tatsächlich. Aber auch das, was modern ist, die Pelletheizung. Wie hat sich das so verändert in den Beratungssituationen? Weil Schornsteinfeger sind eben auch Energieberater. Und da ist ja eine große Verunsicherung, habe ich gerade festgestellt, weil ich Leute gefragt habe. Alle sagen, so ein Hin und Her, wir wissen es auch nicht. Das ist auch das, was man deutlich merkt. Ja. Also ich habe momentan so 70 Telefonate am Tag. Und das ist nur, Frau Boutour, was mache ich denn jetzt mit meiner Heizung? Okay. Also die Verunsicherung ist groß und der Beratungsbedarf ist enorm. Die Angst ist eigentlich in erster Linie da, was muss ich jetzt machen vom Start her? Nicht, dass ich mich wirklich strafbar mache. Und zweite Frage ist, wie viel Geld muss ich denn ausgeben? Weil das ist das, was letztendlich interessiert. So, und das gucken wir uns jetzt gleich vor Ort direkt mal bei unterschiedlichen Kunden an. Doch nicht ohne Berufskleidung. Julia hat mir was mitgebracht. Hoffentlich bringe ich den Kunden in Herne nun auch etwas Glück, denn jetzt geht's direkt in den ersten Keller. Peter Kaczmierczak heizt noch mit Öl. Die Frage ist nur, wie lange noch, denn seine Heizung ist fast 30 Jahre alt. Haben Sie darüber nachgedacht, die auszutauschen? Zwangsläufig. Ja. Weil wenn man an die erste Phase der Veröffentlichung denkt, was da jetzt auf uns zukommt. Und viele Eltern haben gesagt, um Gottes Willen, wie soll ich mir das leisten? Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. 30 Jahre alte Ölheizung, ist das noch State of the Art? Also darf ich die überhaupt noch, kann ich die noch benutzen unter CO2-Gesichtspunkten und Filter und bla, was da alles passieren kann? Also diese Anlage ist fast 30 Jahre alt. Die hat aber die Werte, alle diese an, die hält sie auch ein und die wird auch regelmäßig gewartet. So, und jetzt gucken wir, machen wir das auch, wenn das Wertungsgerät hochgefahren ist, weil deswegen sind wir ja hier. Anlage hochfahren, Messgerät vorbereiten und dann können Julia und ich schon schauen, ob die alte Anlage noch sauber ist. Das ist dieser Kohlenmonoxidwert, der liegt jetzt gerade bei 0. Wenn der Wert bei 1000 liegt, dann fange ich den auch an zu bemängeln. Und dann komme ich auch noch mal wieder und kontrolliere das tatsächlich. Der Wert beschreibt den Ausstoß von Kohlenmonoxid. Und er liegt bei dieser Anlage im nicht messbaren Bereich. Das ist gut. Trotzdem, hier verbrennt ein fossiler Rohstoff, der CO2 ausstößt. Ihre Anlage, obwohl die 30 Jahre alt ist, läuft gut, sehe ich hier. Habe ich gerade gesagt gekriegt, dass ich das sehe. Das macht das ein gutes Gefühl? Das war auch eben genau das gute Gefühl, wo wir anfangs sagten, oh Gott, jetzt fliegen alle Anlagen raus. Und da haben wir auch ein klein wenig drüber nachgedacht und Panik. Und wenn ich die Werte jetzt höre, bin ich schon mal beruhigt. Darf ich Sie was Persönliches fragen? Ja, gerne. Haben Sie irgendwie ein schlechtes Gewissen mit einer Ölheizung? Weil Öl geht ja gar nicht. Ist ein fossiler Brennstoff, ist endlich, macht keine gute Klimabilanz, CO2, alles Mögliche. Die Primärenergiekosten, die werden ja immer gerne vergessen.
Die Anlage, die wiegt 250 Kilo, die ist vor 30 Jahren hergestellt worden. Das ist auch irgendwie nachhaltig, ne? Richtig. Wenn man sich jetzt direkt wieder andauernd was Neues einfügt. Ja. Und von daher habe ich schon ein gutes Gefühl. So, liebe Yvonne, du sollst ja auch heute mal ein bisschen was machen und nicht nur quatschen. Hier haben wir schon reingeguckt, das ist das Verbindungsstück und das muss natürlich frei sein. Ja. Ne? Wenn da irgendwelche Verunreinigten sind, dann können Abgase nicht richtig abziehen. Wenn dieses Abgasrohr ja dann hier durchgeht, geht die ja in den Schornstein rein und der Schornstein muss ja logischerweise auch frei sein. Heißt für mich, rein in den Schornstein mit der sogenannten Haspel. Und da müsste jetzt ja ein bisschen Ruß gleich rauskommen, oder? Dann siehst du mal, wie sauber so eine Ölheizung verbrennt. Kannst du mal sehen, ne? Noch ist nichts hier angekommen. Ah, hier. Das ist aber mehr Staub vom Mauerstein. Staub. Also guck mal, das ist tatsächlich, wenn ich den jetzt hier noch mal rausziehe, guck mal hier bitte. Ich sehe also nur Staub vom Mauerstein. Ich sehe eigentlich überhaupt keinen Ruß. Da ist kein Ruß drin. Weiter geht es zum nächsten Heizungsbesitzer. Der heißt auch Kazmierczak. Jan ist Sohn und Vermieter. Wie der Vater, so der Sohn heizt auch er mit Öl. Na, Ölheizung für ein Mehrfamilienhaus. Jetzt die ganze Diskussion. Wie haben Sie die als Eigentümer verfolgt? Sehr intensiv natürlich, weil wir natürlich verantwortlich sind, Eigentum verpflichtet. Und ich möchte natürlich auch meinen Mietern da eine vernünftige Lösung bieten. Andererseits hat man natürlich auch viele Zwänge seitens der Regierung. Und zugegebenermaßen fehlt da natürlich auch die Planungssicherung. Ja, wenn das jetzt heißt, das fehlt die Planungssicherung, man weiß gar nicht so genau, was wird wie gefördert. Lohnt sich das jetzt schon, eine Wärmepumpe einzubauen? Denken Sie denn darüber konkret nach? Die Wärmepumpe wird diese Woche eingebaut, also sehr konkret. Ah. Ich habe letztes Jahr schon die Förderung beantragt, da gab es ja auch wieder ein Hin und Her mit kurzfristigen Änderungen der Förderung, ich weiß nicht, 3-4 Mal im Jahr. Und irgendwann habe ich dann mich entschieden, die Förderung zu beantragen. Und was sagen Ihre Mieter dazu? Bibbern die nicht vor Angst, weil die teuren Kosten für den Einbau, den Kauf, die Wartung, wird ja alles auf die Nebenkostenabrechnung sich umlegen, oder? Und es gibt dann eine Modernisierungsumlage. Und nachdem ich den Brief geschrieben habe, habe ich meinen Mietern auch mal Bescheid gegeben und angerufen und gesagt, hey, habt ihr euch von dem Schock erholt? Weil das war kein schöner Brief. Und lasst uns dann nochmal in Ruhe darüber sprechen. Aber es ist leider alternativlos. Und die Investition hier, die muss ja auch bezahlt werden. Und das bekommen die Mieter zu spüren. Bei einem Heizungstausch können Vermieter gesetzlich festgelegt monatlich 50 Cent mehr pro Quadratmeter verlangen. Habt ihr euch jetzt zum letzten Mal gesehen? Weil Schornsteinfegen musst du nicht mehr mit einer Wärmepumpe, oder? Nee, Schornsteinfegen muss ich nicht mehr mit der Wärmepumpe. Ich bin immer sein Berater quasi. Wenn er was möchte, dann ruft er mich an und wir sagen, okay, entweder wickele ich ihn weiter an irgendwelche Energieberater, wenn ich das gerade zeitlich nicht schaffe. Oder er fragt einfach mal nach, pass mal auf, kennst du dich damit aus? Oder kennst du welche Leute, die das machen? Das heißt, der Beruf des Schornsteinfegermeisters, Meisterin, wird nicht aussterben, nur weil ganz Deutschland plötzlich... Er wird sich wandeln. Wir sind in einem Transformationsprozess. Ja. Ne? Ganz deutlich. Es wird mehr die beratende Tätigkeit sein. Es wird immer mehr werden. Aber aussterben wird er nicht. Weniger Ruß, mehr Energieberatung. Gelingt die Wärmewende, ändert sich auch das Berufsbild einer Schornsteinfegerin. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie sieht's bei einer Schornsteinfegerin aus, bei einer Meisterin? Ja. Bei einem Vater, der auch noch Schornsteinfegermeister ist. Was habt ihr für eine Heizung? Wir haben tatsächlich jetzt gerade eine neue Brennwertheizung gekriegt. Okay. Aber hier verbrennt immer noch Gas. Noch. Warum hast du dich jetzt für so eine Heizung entschieden? Das ist eine Gasheizung, es ist keine Wärmepumpe. Es ist also nicht das, was jetzt über Monate und eigentlich schon Jahre im Gespräch gewesen ist, sondern es ist eigentlich noch eine alte Technik, oder? Was heißt alt ist sie nicht? Ne? Warum haben wir uns entschieden? Weil jetzt, wir sind hier quasi eine Eigentümergemeinschaft. Mhm. Ne? Und wir haben uns vor allen Dingen entschieden, wir sind total technologienoffen, wir sind auch hier Schornsteinfeger, aber uns kam es auch tatsächlich aufs Geld an. Mhm. Und man muss dort sagen, momentan, wir haben 17.000 Euro hier für unsere Heizung ausgetauscht. Jedes andere System und Angebot, was wir uns geholt haben, wäre deutlich teurer gewesen. Mhm. Und selbst wenn man Förderung ist, wäre das einfach schlichtweg zu teuer gewesen. Mhm. Und deswegen haben wir uns für ein Gasgerät entschieden. Mit der Option aber, dass ich die individuell erweitern kann. Also ich könnte irgendwann eine Wärmepumpe noch als Hybridlösung anschließen. Ich könnte aber auch Solarthermie noch dran machen. Das wäre alles kein Problem. Bedeutet, wenn Julia und ihre Familie sich doch noch dazu entscheiden, eine Wärmepumpe zu installieren, können sie die an ihre neue Gasheizung anschließen.
Und die springt nur dann an, wenn es richtig knackig kalt wird. Da kenne ich übrigens viele Leute, die gesagt haben, ich setze nicht in eine teure Wärmepumpentechnologie, wo das alles noch etwas unausgegoren ist, wo es eigentlich hingehen soll mit dem Energiekonzept, sondern ich setze auf eine Gasheizung, die ich erweitern kann. Meinst du, dass das der richtigere Weg in die Zukunft ist? Ich meine, die Antwort wird ja sein. Du hast ja das Teil ja angeschafft. Sicher. Ja. Also grundsätzlich, ja, man kann sich natürlich angucken, wie entwickelt sich der Markt, wobei die Wärmepumpen auch gut sind. Also da kann man gar nicht sagen, dass sie schlecht sind. Aber man muss individuell gucken, für welches Haus ist es denn noch wirklich geeignet. Es ist also eine hoch individuelle Entscheidung, die am besten mit Fachleuten geplant wird. Aber egal, welche Heizung im Keller steht, eine hohe Nebenkostenabrechnung kann niemand gebrauchen. Ich kriege jeden Tag die Frage gestellt, ja, sagen Sie mal, Frau Botho, wie kann ich denn noch mal ein bisschen was sparen, so unter uns gesprochen. Ja, und was sagst du dann unter uns gesprochen, wie kann ich denn noch ein bisschen was sparen? Ich kann immer sparen, indem ich einfach sage, ich fahre mal die Temperatur um 1 Grad runter. Das merkt man meistens nicht, aber das merkt man einfach unheimlich im Portemonnaie. Dazu eine kurze Thermostatkunde. Die 1 steht für ca. 12 Grad. Jede weitere Stufe steigert die Temperatur nochmal um 4 Grad im Wohnraum. Achtung, es wird nicht schneller warm, nur weil Sie das Thermostat sofort auf Stufe 5 drehen. Die Stufen beeinflussen nur, bis zu welcher Temperatur die Heizung weiter heizt. Ab Stufe 3 landet man bei gemütlichen 20 Grad. Die reichen in der Regel aus. Ab Stufe 4 und 5 wird's noch wärmer, aber damit auch teurer. Also ich möchte erstmal sagen, vielen, vielen Dank für den Einblick für das kleine Praktikum heute, weil ich erstens ganz viel gelernt habe über die Arbeit von Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern, wichtige Arbeit, und weil ich auch was über die Technologie gelernt habe. Und was ich vor allen Dingen mitnehme, ist, dass die Energie, die ich nicht unnütz verschwende, dass die immer noch die beste Energie ist. Also am besten einfach mal ein bisschen runterdrehen, und dann habe ich schon ganz schön viel getan, um unsere Umwelt zu schützen. Und um Geld zu sparen. Jetzt aber weg von Gas und Öl hin zur Wärmepumpe und damit zu Daniel Aßmann. Wärmepumpe, die Heizwende. Wenn man sich die politische Diskussion um die Heizungswende mal genauer anschaut, da kommt man einfach an einem Gerät nicht vorbei, und das ist die Wärmepumpe. In privaten Gesprächsrunden heißt es dann aber schnell, boah, amortisiert sich doch überhaupt nicht, viel zu teuer, und wenn du keine Fußbodenheizung hast, dann funktioniert das Ganze sowieso nicht. Aber ist das wirklich so? Um das herauszufinden, bin ich jetzt mit einem Sanitär- und Heizungsfachmann verabredet, um Antworten zu kriegen, und vor allem möchte ich auch von ihm wissen, was kostet denn jetzt überhaupt die Anschaffung und der Betrieb so einer Wärmepumpe? Peter Seven leitet den ältesten Sanitär- und Heizungsbetrieb Leverkusens in vierter Generation. Die Heizwende liegt unter anderem in seinen Händen. Zusammen schauen sich die Jungs jetzt ein Haus aus den 1960er Jahren an. Da läuft momentan eine Wärmepumpe. Was mache ich denn, wenn meine aktuelle Öl- oder Gasheizung noch funktioniert? Was ist mit den Leuten, die jetzt, sag ich mal, frisch eine Gasheizung eingebaut haben? Ist jetzt 3, 4, 5 Jahre alt. Was sollen die machen? Gar nichts. Nee? Abwarten und sich an der Wärme und warmem Wasser erfreuen. Ja. Nein, bringt nichts. Ne? Also du hast, ich sag mal, eine Heizung hat eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren roundabout bei den neuen Heizungen. Ob Wärmepumpe, ob Gasheizung. So, wenn du jetzt nach 5 Jahren deine neue Gasheizung rauswirfst, ich sag mal, du lebst 40 Jahre in deinem Haus, mal so ungefähr, das heißt, du brauchst eigentlich 2 Heizungsanlagen, reißt jetzt nach 5 Jahren eine raus, hast du im Grunde genommen, mal hart gesagt, eine Anlage umsonst bezahlt. Also da hättest du auch 10.000, 12.000 Euro nehmen können und hättest sie einfach in den Kamin geworfen. Wenn die Heizung dann aber doch kaputt geht, spielt der Preis einer Wärmepumpe schnell eine Rolle. Mit wie viel Euro muss ich ungefähr rechnen, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe haben möchte? Ja, wenn du ein Angebot bekommst, dann sollte es irgendwo sich im Bereich 30.000, 35.000 für eine 10 bis 12 kW Anlage bewegen. Aber wie funktioniert so eine Wärmepumpe überhaupt? Grob gesagt, wie ein umgekehrter Kühlschrank. Der Kühlschrank pumpt die Wärme hinaus, die Wärmepumpe pumpt Kälte hinaus. Entscheidend hierfür ist ein Kältemittel, das bereits bei sehr niedrigen Temperaturen verdunstet. Die Energie zum Verdunsten kommt aus der Umwelt. In den meisten Fällen aus der Luft oder der Erde. Ein Kompressor verdichtet den Dampf, damit er wieder flüssig wird. Dabei entsteht Wärme, wie bei einer Luftpumpe, die schnell auf- und abbewegt wird. Diese Wärme wird an den Heizkreis abgegeben und die Wohnung wird warm. Das Kältemittel verflüssigt sich wieder und der Kreislauf startet erneut.
Klingt super, aber ab wann sollte man über einen Tausch nachdenken? Daniels Gasheizung ist zum Beispiel 20 Jahre alt. Man sollte nicht bis auf den letzten Tag warten. Also wenn jetzt wirklich die Heizung ein Havariefall ist, weil sie jetzt 25, 30 Jahre ist und ich stelle dann fest, oh, ich kriege gar keine Ersatzteile mehr, weil die Vorlaufzeit für die Wärmepumpe nicht nur rein von der Lieferung, sondern auch Installation, aber auch Planung, Energieberater, ja, natürlich ein bisschen was anderes ist als bei einer Gasheizung. Ich sage jetzt einfach mal salopp gesagt, Therme runter, neuer Therme drauf, ja, angeschlossen. Tschüss. Und schön, ne? Wir schauen später nochmal bei Daniel vorbei. Dann finden wir heraus, ob eine Wärmepumpe auch in alten Häusern funktioniert, ohne dass die ganze Hütte saniert werden muss. Natürlich muss man sich nicht gleich eine komplett neue Heizung einbauen, wenn die Energiepreise sich mal wieder verändern und beispielsweise in die Höhe schnellen. Aber Energie einzusparen ist natürlich sinnvoll. Einmal wegen der Kosten, aber auch wegen der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Ich habe jede Menge Tipps und Tricks auf Lager, wie man seine Heizkosten senken kann. Und das Gute daran ist, das sind alles Sachen, die man auch in einer Mietwohnung umsetzen kann, weil die wieder rückgängig zu machen sind. Hier, ne? Hier in Wenden im Sauerland leben Janine und Michael Sackewitz mit ihren beiden Töchtern Kira und Nora. Die junge Familie spürt die steigenden Energiepreise. Praktische Tipps für kalte Tage. Ach, ihr habt es richtig schön groß hier. Toll. Wie lange wohnt ihr schon hier? 2017. So, und wie viele Quadratmeter habt ihr? Also insgesamt sind es 200 ungefähr, die wir dann, aber okay, nicht komplett bewohnen. Ja. Und jetzt seit 2017 bis jetzt, Energiekosten, riesengroßes Thema. Was habt ihr so festgestellt bei euren Kosten? Ja, es ist natürlich immens gestiegen, gerade halt dann ab vorletzten Jahr, wo es dann halt richtig geknallt hat, da hat sich der Gaspreis so ungefähr verdoppelt. Vor der Krise hat Familie Sackewitz monatlich knapp 100 Euro für Gas bezahlt. Jetzt liegt sie bei 200 Euro. Elektrische Thermostate versprechen, Heizkosten zu senken. Sie lassen sich manuell oder per App programmieren und sollen helfen, die Heizung perfekt zu regulieren. Das Kinderzimmer wäre gerade super, vor allen Dingen, wenn man dann abends, und das passiert bestimmt nicht nur mir so, vergisst im Winter, oh, die Heizung ist entweder noch aus oder zu hoch eingestellt und das ist dann schwierig und man will ja nicht noch mal ins Kinderzimmer, wenn die Kinder schlafen. Also wenn man das dann von Wohnzimmer aus regeln könnte, wie die Temperatur sich da oben entwickelt, wäre natürlich mega praktisch. Mhm. Laut Experten lassen sich in der Wohnung mit solchen Thermostaten über 100 Euro im Jahr sparen, im Haus sogar fast 200. Wie das funktioniert oder auch nicht, lasse ich in den nächsten Wochen von Familie Sackewitz testen. Für weitere Spartipps geht's ans Fenster. Es gibt so einen ganz einfachen Trick, dass man es einklemmt und dann guckt, ob das Papier rauszuziehen ist. Nee, das scheint dicht zu sein. Wenn das nicht dicht ist, also wenn Sie zu Hause diesen kleinen Test nachmachen, dann gibt es ja solche Dichtungen zum Nachkaufen. Früher gab es das auch noch so mit Schaumgummi und so weiter, was sich dann immer ein bisschen platt gemacht hat. Das bringt echt schon einiges an Ersparnis, weil man dann eben nicht zum Fenster rausheizt. Lässt sich das Blatt hinausziehen, sollte man die Fenster neu abdichten. So lassen sich zwischen 65 und 110 Euro im Jahr sparen. Einen Meter Fensterdichtung gibt es im Baumarkt bereits für wenige Cent. Bei Türen hilft ein Luftzugstopper. Nächster Tipp wird viel zu selten gemacht: Heizkörper entlüften. Wichtigste Utensil in der Heizperiode, oder? Genau. Der Entlüftungsschlüssel. Genau. Regelmäßig an die Heizung, sobald man irgendwo ein Gluckern hört oder sowas. Aber ich versuche auf jeden Fall drauf zu achten. Zeig noch mal ganz langsam. Du hast diesen Schlüssel, der hat hier so einen Vierkant, ne? Genau. Und den setzt man einfach hier auf. Auf das andere Vierkant. Dann hat man hier ein Entlüftungsventil. Kommt Wasser raus, ist keine Luft drin. Alles gut. Also so wie ich es verstanden habe, ne, ist es ja so, wenn die Heizung gluckert, ist da Luft drin. Und Luft lässt sich schlechter erwärmen als Wasser. Und deswegen braucht man viel mehr Energie, eine gluckernde Heizung so heiß zu kriegen wie eine, wo eben keine Luft drin ist. Und deswegen macht es super Sinn, vor der Heizperiode und sobald man gluckern hört, die Heizkörper zu entlüften. Wer das regelmäßig macht, kann gutes Geld sparen. Aber auch der Raum vor der Heizung ist entscheidend, wenn es um Energiekosten geht.
Das machen aber viele Leute, ne, die alles so dicht an die Heizung bauen und vielleicht auch die Vorhänge davor hängen haben. Also ein Tipp ist natürlich auch, um Heizkosten zu sparen, immer einen gewissen Abstand zu haben, damit man auch einiges einsparen kann. Das läppert sich am Ende des Jahres. 10% Heizenergie lassen sich einsparen, wenn die Möbel mindestens 20 cm von der Heizung entfernt stehen. Weitere Spartipps: Einen Sparduschkopf installieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Duschkopf Wasser spart, einfach in einen Eimer legen, aufdrehen und die Zeit stoppen. Ein normaler Duschkopf lässt ca. 12 bis 24 Liter in der Minute durch, ein Sparduschkopf nur 6 bis 12. Mit weniger Wasser, das aufgeheizt werden muss, kann man im Jahr satte 160 Euro pro Person einsparen. Und Therme runterregeln. Bei einem Durchlauferhitzer reichen 40 Grad. Eine Therme mit Warmwasserspeicher braucht 55 Grad, um Legionellenbildung zu verhindern. Ersparnis im Jahr 10 Euro pro Grad und Person. Wer glaubt, Fenster zu und Heizung aus sei die beste Möglichkeit, Heizkosten zu sparen? Vorsicht, Schimmelgefahr. So, wie sieht's bei euch mit dem Lüftungsverhalten aus? Also, ich lüfte mindestens zweimal am Tag. Also morgens auf jeden Fall, da ist bei mir alles auf. Ich habe auch morgens immer die Hitze. Also egal ob Sommer, Winter, da geht alles auf. Und spätestens abends nach dem Schlafen gehen. Aber meistens gerade unten, wenn man am Kochen ist, gehen die Fenster, die Türen auf. Hier oben, wenn viele Kinder am Spielen sind, wir Besuch haben. Ich das auch dann im Sommer auf Kipp, im Winter dann natürlich nicht, dann wird Stoß gelüftet. Aber ja. Das ominöse Stoßlüften, ganz, ganz wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Also je besser so eine Hütte saniert ist, je besser die Wärme drin bleibt, desto mehr kann die warme Luft Feuchtigkeit aufnehmen und desto wichtiger ist das zu lüften. Stoßlüften ist das Thema. Die Grundregeln zum Lüften. Am besten dreimal täglich 5 bis 10 Minuten für Durchzug sorgen. So kann die Luftfeuchtigkeit entweichen. Wichtig dabei, Heizung aus. Im Sommer kann auf Kipp gelüftet werden. Das dauert allerdings länger und sollte im Winter unbedingt vermieden werden. Sonst kühlt die Wand aus und Schimmel droht. Wer sich ganz sicher sein möchte, wie es mit seinem Raumklima ist, da gibt es solche praktischen Hygrometer. Und da siehst du hier, genau richtig, diese Anzeige sagt, hier muss jetzt nicht gelüftet werden, gar nichts. Es ist absolut im total Top-Bereich. Wenn es zu feucht ist, auf jeden Fall lüften. Und das merkt man dann relativ schnell. Die sind relativ genau, die Dinger. Sogenannte Hygrometer, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen, gibt's inklusive Außenthermometer schon für 20 Euro. Für das Geld kriegt man auch schon smarte Thermostate. Diese drei kleinen Helfer unterschiedlicher Preisklassen hat Familie Sackewitz für mich ausprobiert und ihre Erfahrungen in einem Videotagebuch festgehalten. Ein günstiges Thermostat der Firma Ekiva für knapp 20 Euro. Ein mittelpreisiges Thermostat für rund 37 Euro von Eurotronic. Das teuerste Thermostat im Test kommt von Tado. 150 Euro muss man investieren. Den Anfang macht das günstige Thermostat. Einfach nur ein Schraubverschluss. Also sehr schnell und leicht zu installieren. So, und fest. So simpel wie die Montage des Thermostats ist der Rest aber leider nicht. Also ohne Anleitung geht hier gar nichts. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Also selbsterklärend ist hier nichts und es ist auf jeden Fall zeitintensiv, wenn ich bedenke, dass ich das jetzt an jeder Heizung hier machen soll. Fensterauffunktion. Ah, okay. Also wenn schnell die Temperatur sinkt, dann schaltet er die Heizung automatisch ab, weil er direkt sagt, das Fenster ist offen. Und natürlich gerade im Winter beim Stoßlüften eine super Sache. Erster Pluspunkt. Auch Heizpläne für ein automatisches Einschalten lassen sich programmieren. Kann so das günstige Thermostat überzeugen? Alles in allem hatten wir eine sehr ausführliche Anleitung, die auch leicht verständlich ist. Aber umfangreich. Also Einrichtung ohne Anleitung, keine Chance. Und mal eben schnell flexibel eine andere Heizperiode ist natürlich auch schwierig. Es gibt zwar einen Urlaubsmodus und einen Fensterauf-Modus, wo es dann abdreht. Aber wenn ich jetzt meine Temperatur mal schnell ändern will, weil der Tagesrhythmus sich mal eine Woche ändert, dann ist das schon umfangreich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man das dann in jedem Raum machen muss. Da es keine App dazu gibt und auch keine zentrale Steuermöglichkeit. Also an und für sich für den Preis hat man schon einiges an Möglichkeiten.
ob wir es machen würden, weiß ich nicht. Dafür ist es, glaube ich, zu kompliziert. Ist das mittelpreisige Thermostat einfacher in der Anwendung? Sieht auf jeden Fall auch wieder sehr schlicht aus. Die Anleitung ist übersichtlich. Als erstes steht da sowieso, man soll erstmal die App runterladen. Moment, wie viel wird eingerichtet? Moment, wie viel Einnahmen? Wohnzimmer 2. Und okay. Speichern. Raum aus oder stellen Sie einen Namen? Neuen Raum erstellen. Speichern. Geben Sie Ihrem Raum einen Namen, Esszimmer. Du montierst schon mal? Ich montiere, ne? Okay. Hier warten wir. Und dort montieren wir. Alten abschrauben. Neuen dran schrauben. Den nächsten mache ich dann mal. Mal gucken, ob das wirklich auch für doofe ist. Das ist wirklich nur Schrauben. Das ist schon schön leicht mit den Heizungsthermostaten. Die Inbetriebnahme ist aber leider nicht so leicht. Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Also Plug and Play ist es nicht. Also Signalstärke kann nicht zu gering sein, weil der Router im selben Raum steht. Lässt sich ausschließlich im 2,4 GHz Netz nutzen. Janine und Micha nutzen aber ein 5 GHz Netz. Das lässt sich auch ändern. Trotzdem für die Benutzung des Thermostats nicht optimal. Wäre natürlich schön, wenn wir es jetzt hätten gut testen können, mit wie viel Verbindung an und für sich. Könnte ich mir gut vorstellen, unser Haus damit auszustellen. Die Einrichtung war super, die App lässt sich toll bedienen. Schade, dass es im WLAN der Familie nicht funktioniert. Vielleicht beim teuren Modell in der Stichprobe. Unser drittes Gerät von Tado. Auch ein Thermostat mit App. Wir sind gespannt. Das ist die Internet Bridge. Das ist quasi der Kommunikator zwischen dem Thermostat und dem eigenen Wi-Fi zu Hause. Hier haben wir einen QR-Code. Das ist natürlich super. Dann kann man sich nicht vertun bei der App. Hier haben wir auch einen Away-Modus. Da kann man die Temperatur einstellen, wenn man halt nicht da ist. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, erkennt er sogar die Feuchtigkeit, wie gut die Raumluft ist. Dann könnte es rein theoretisch auch mit seiner Alexa koppeln und das komplett über Sprachsteuerung nutzen. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertig. Also da sieht man, da wurde gut gearbeitet. Ach, mein Gerät ist verbunden. Ich glaub's nicht. Also wir haben das Haus wird angezeigt. Auf jeden Fall dieses Home-Zeichen. Genau, das heißt, er ist verbunden. Aber ist das Gerät von Tado seinen Preis von immerhin knapp 150 Euro wert? Zum Fazit von dem Gerät hier ist natürlich der absolute Überflieger. Ist aber auch vom Preis her meiner Meinung nach nicht erschwinglich. Er ist natürlich super einfach zu installieren. Das hat echt toll geklappt. Wer das Geld hat, soll sich das Ding besorgen. Ich weiß nicht, würdest du das investieren? Ich glaube halt, man muss schon ganz schön viel heizen, bis man das Geld, was man dadurch spart, auch wieder raus hat. Alexa funktioniert aber damit, wenn man sein Haus komplett smart einrichtet, ist natürlich klasse. Ja. Doch, ich finde schon gut. Schon gut, ja. Aber unbezahlbar. Fazit der Stichprobe. Das teuerste Gerät siegt. Aber auch ein günstiges Gerät kann helfen, Geld zu sparen. Zurück zum Team Wärmepumpe. Peter Seven hat noch eine klare Forderung an die Politik. Wir brauchen von der Politik einfach eine Planungssicherheit, was den Strompreis angeht. Der Strompreis muss runter, ne? Und nicht nur der Industriestrompreis, sondern das trifft ja den Verbraucher vor allem auch. Weil wenn wir den Gebäudebereich dekarbonisieren wollen, dann brauchen wir einen niedrigen Strompreis. Ne? Ansonsten wird sich die Wärmepumpe nicht durchsetzen. Weil jeder Verbraucher am Ende des Tages völlig legitim natürlich auch einfach ins Portemonnaie guckt und rechnet, setzt sich mit Taschenrechner hin und sieht, so, ist das für mich eine Investition, die sich rechnet auf 10, auf 15, auf 20 Jahre oder zahle ich nachher Geld drauf? Ja gut, dann baut er wieder eine Gasheizung ein. Einer, der keine Gasheizung, sondern eine Wärmepumpe eingebaut hat, ist Jürgen Bremer. Der Leverkusener wohnt mit seiner Frau im Eigenheim von 1967.
120 Quadratmeter mit Photovoltaikanlage auf dem Dach. Interessant, weder Dach noch Fassade sind gedämmt. Heizen mit Wärmepumpe. Lohnt sich das? Erster Eindruck, sieht auf jeden Fall moderner aus, als wie man sie sonst kannte. Und so irgendwie den Propeller sieht man nicht mehr so und so, ne? Ja. Also, genau, also die Hersteller legen heute schon auch Wert auf Optik, weil es natürlich meistens irgendwo im sichtbaren Bereich steht. Ja. Ne? Und was man festgestellt hat, deswegen sieht man auch die Propeller nicht mehr so massiv wie früher, dass es viele Fälle gab, wo man halt ja, aufgrund des Sehens des Propellers schon gedacht hat, oh, ist das laut. Ja. Es gibt dann tatsächlich auch Fälle, da haben sich Leute schon beschwert, obwohl die Anlage noch gar nicht angeklemmt war. Ja, also ja, okay. jetzt nicht bei uns, aber ja, ich habe es von Kollegen gehört. Ja. Läuft die denn jetzt gerade unter Volllast? Oder? Ja, das ist das auch so die Lautstärke? Das ist auf jeden Fall so. Also es ist überhaupt nicht mehr störend. Ja. Man hört zwar, dass das Ding läuft und an ist, aber so im Hintergrund, das stört überhaupt nicht mehr. Ja. Also vollkommen in Ordnung. Warum haben Sie sich denn für eine Wärmepumpe entschieden? Ja, ganz kurz erklärt, wir hatten vorher ja eine Ölheizung. Mhm. Und die Ölheizung ist permanent ausgefallen und sie war auch nicht mehr reparabel. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun? Dann war natürlich auch der Gedanke Gas. Aber wir wohnen hier relativ weit weg von der Straße oben und hier liegt keine Gasleitung, hätte ich also alles aufbuddeln müssen. Und dann habe ich meinen Energieberater befragt, der war dann auch hier. Hat sich das Haus angeguckt, die Pläne, die Stärke der Mauern, welche Fenster haben wir drin, wie ist das Dach isoliert und so weiter. Und dann hat er gerechnet und gemacht und getan und kam dann wieder und sagte, also bei mir ginge mit den modernen Wärmepumpen ginge auch eine Wärmepumpe. Der Besuch des Energieberaters ist vor dem Heizungstausch ein Muss. Der kostet zwar bis zu 2000 Euro, 80% kann man sich jedoch vom Staat zurückholen. Trotzdem, das Gerät selbst ist auch nicht günstig. Was hat das Ding denn gekostet? Und vor allem, was ja auch interessant ist, welche Förderung konnten Sie denn genießen? Es war schon eine dicke Summe. Ich glaube, wir reden da über knapp 20.000 Euro, die ich an Fördersumme insgesamt bekommen habe. Mhm. Das hat natürlich noch mal geholfen und hat die Entscheidung auch ein bisschen leichter gemacht. Aber insgesamt hat man natürlich Geld angepackt. Wir waren so bei roundabout 65.000, so um den Dreh, 65.000, 70.000 waren. Ja, weil man die Photovoltaik. Plus Photovoltaik, plus, plus Speicher. Ja. Genau. Ja. Ach, das ist jetzt schon in den 65.000 bis 70.000 mit da drin. Okay. Ganz genau. Mhm. Die Photovoltaik wurde nicht mehr gefördert. Die Wärmepumpe hat zusammen mit einigen Umbauten stolze 40.000 Euro gekostet. Rund die Hälfte gab der Staat dazu. Seit September 2023 ist auch endlich klar, wie in Zukunft gefördert wird. Also aufgepasst. 30% Grundförderung gibt's generell für alle, die eine klimafreundliche Heizung einbauen. Weitere 30% für alle, die im Jahr weniger als 40.000 Euro versteuern müssen und im Eigenheim wohnen. Für alle, die eine alte Heizung rauswerfen, gibt's nochmal 20%. Aber einfach alle Prozente addieren geht nicht. Bei 70% Förderung ist Schluss. Ja, im Vergleich, wenn man hätte jetzt eine neue Ölheizung eingebaut, seinerzeit hätte er wahrscheinlich so um die 15, 16, 17.000 Euro bezahlt. Genau. Ja. Wenn ich jetzt das Paket hier nehme, ziehe die Förderung runter, dann bleibt irgendwo ein Differenzbetrag von 3.000, 4.000 Euro, die er hatte gegenüber einer neuen Ölheizung. Ne? Das ist dann schon vertretbar. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn man natürlich sagen würde, 16.000 Ölheizungen gegenüber 40.000 ohne Förderung, ja, das kriege ich nicht reingeheizt. Ja, das stimmt. Ja, ja. So, das ist jetzt der eine Teil. Ja. Der andere Teil ist drin verbaut. Ne? Ist im Keller, genau. Können wir uns den auch noch mal anschauen? Ja, klar. Ja? Mhm. Was haben Sie denn früher bezahlt fürs Heizen? Und was zahlen Sie jetzt heute? Das ist natürlich die spannende Frage, die sich jeder stellt. Ja, also ich hatte roundabout 250 Euro Öl pro Monat, um zu heizen. Mhm. Und dazu kamen natürlich noch die Strom, den ich im Haushalt verbraucht habe. Mhm. Backofen und Spülmaschine, Licht und so weiter. Und jetzt habe ich mal Protokoll geführt, wie der Zähler sich dreht. Und im Winter habe ich natürlich eine relativ hohe Stromlast. Also das sind, ich meine, ich müsste gucken, um die 1000 Kilowatt pro Monat habe ich in der Heizperiode schon gebraucht. Mhm. Aber jetzt seit April habe ich fast keinen Strom mehr einkaufen müssen, sondern läuft alles über die Photovoltaikanlage. Mhm. Einschließlich heißes Wasser, was ich ja auch über die Wärmepumpe beziehe. Beim Heizen mit einer Wärmepumpe ist ein Begriff entscheidend, die Jahresarbeitszahl. Wir könnten hier in dem Gebäude irgendwo eine Jahresarbeitszahl, sprich Verhältnis eingesetzter Strom zu gewonnener Wärme von 3,5 ungefähr hinbekommen. Ich hatte eben nochmal nachgeguckt, wir liegen sogar bei 3,9, also Richtung 4.
Und dann haben wir gesagt, bedeutet okay, dann was konkret? Also ich mache 4 Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom. Okay. Ne, heißt für mich halt finanziell einfach, solange der Strompreis nicht höher als das Vierfache von der Kilowattstunde Gas oder Kilowattstunde Öl ist, bin ich mit der Anlage im Verbrauch günstiger. Mhm. Bedeutet konkret, als Jürgen Bremer noch mit Öl geheizt hat, hat er ca. 250 Euro pro Monat ausgegeben. Beim aktuellen Strompreis im Wärmepumpentarif würde er für den Betrieb der Wärmepumpe rund 230 Euro im Monat zahlen. Durch die PV-Anlage auf dem Dach produziert er einen Großteil seines Stroms selbst. Dadurch wird es günstiger. Und Gas oder Öl werden in den kommenden Jahren durch die CO2-Bepreisung teurer. Wie sieht es denn im Winter aus? Ich meine, dann hat man zwar schön oben die PV-Anlage auf dem Dach, aber die Sonne ist nicht lange da. Ja. Wie hat es dann hier funktioniert? Also beziehungsweise, oder wie sahen dann die Kosten aus? Ja, also ein bisschen Sonne ist ja immer da. Also dann freut man sich natürlich, wenn auf dem Zähler, sag ich mal, wenn er sich ein bisschen langsamer dreht. Aber das stimmt schon, ich brauche im Winter natürlich deutlich mehr Strom als in den Sommermonaten. Das ist klar. Aber kalt geworden ist es auch nicht. Mhm. Und für mich war im Grunde genommen die Überlegung so, es war für mich keine Investition, mit der ich sparen soll, perspektivisch. Wenn ich jetzt so Nullsummenspiel habe, Öl und Photovoltaik und Wärmepumpe, und das passt unterm Strich etwa so wie zu der Zeit, wie ich noch mit Öl geheizt habe, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Zumal ja auch der Umweltaspekt ja auch noch eine Rolle spielt. Und von daher glaube ich, dass ich ganz gut fahre in der Kombi. Was haben denn die Freunde, Verwandte, was haben die denn so gesagt, als sie gesagt haben? Skeptisch diskutiert natürlich, im Sportverein auch. Und Wärmepumpe, hast doch ein altes Haus und all solche Sachen. Na gut, ich habe dann eben argumentiert, dass ich mich über den Energieberater abgesichert habe. Und irgendwann muss man sich auch mal auf die Leute verlassen. In der Heizdebatte hört man immer wieder, ohne Fußbodenheizung klappt das Ganze mit einer Wärmepumpe nicht. Doch bei den Bremers hängen in jedem Raum Heizkörper. Wie? Keine Fußbodenheizung? Nee, brauche ich nicht. Ich meine, hört doch immer, das geht nicht. Ja, deshalb Energieberater. Und der hat sich ja alles angeschaut. Und da sind die Heizkörper. Wir mussten verschiedene Heizkörper austauschen, weil das Volumen einfach zu gering war. Mhm. Und die haben wir ein bisschen vergrößert. Das ging ihr problemlos. Sie sind jetzt etwas tiefer als die ursprünglichen, aber wir kriegen es damit wunderbar warm. Ja. Man hat auch mal so die Sorge, okay, wenn ich jetzt die Heizung anpacke, dann muss ich auch noch dämmen, dann müssen die Fenster, dann muss das. Aber hier ist ja eigentlich mal ein schönes Beispiel dafür. Klar, ein bisschen was musste gemacht werden, aber jetzt nicht der Komplettaufriss. Ja, ne? Das ist ja dann immer die Frage, muss ich es sowieso irgendwann machen? Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fenster aus den 60ern habe, ob ich jetzt eine Wärmepumpe haben will oder nicht, die sind halt irgendwann, weiß ich nicht, 60 Jahre alt, ne? 65 Jahre, ist mir ja klar, dass ich irgendwann Fenster austauschen muss. Zum Schluss hat der Heizungsexperte noch einen praktischen Tipp für Unentschlossene. Wenn man sich gut mit seiner Heizung auskennt, ansonsten den Installateur mal fragen, kann man natürlich die Vorlauftemperatur begrenzen. Wir sagen halt, bei Heizkörpern würden wir eigentlich gerne maximal 55 Grad im Vorlauf fahren. Bei Fußbodenheizung natürlich ein bisschen weniger. Aber dann kann man die maximale Vorlauftemperatur an der jetzt bestehenden Heizungsanlage schon mal begrenzen. Und dann sieht man, komme ich damit hin, komme ich nicht hin. Und man sieht auch vielleicht schon, in welchem Raum passt es, in welchem nicht. Vielleicht merke ich auch, es ist nur ein Raum irgendwie ein bisschen kühler oder zwei. Dann weiß ich schon mal vom Gefühl, okay, da muss ich vielleicht mal zwei Heizkörper austauschen. Aber ansonsten passt es. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Wasser in die Heizung läuft. Wird es bei 55 Grad auch ohne Fußbodenheizung warm in der Bude? Dann haben wir mit der Wärmepumpe kein Problem. Das ist ein individuelles Thema für jeden irgendwie von uns. Da kann man nicht einfach unterm Strich sagen, so machen wir es jetzt alle, sondern von Objekt zu Objekt unterschiedlich und auch von Gewohnheit, ne, wie man eben heizt oder eben auch nicht heizt. Genau. Ein gemütlich warmes Zuhause mögen alle. Trotzdem sollte man sich aus Kosten- und Umweltgründen mit dem eigenen Heizverhalten auseinandersetzen. Aus meiner Sicht kann die Wärme- und Energiewende nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam mit anpacken. Wir Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Hand am Thermostat. Wir können ein paar Grad runterstellen und damit richtig viel Geld und Energie einsparen. Jetzt sind Politik, Kommunen und Bundesregierung gefragt, die es uns Verbrauchern einfacher machen müssen, Förderungen zu kriegen, die uns die Angst nehmen müssen, die immer ein schlechter Berater ist, wenn man vor finanziellen Entscheidungen steht, die maßgeblich sind. In diesem Sinne kann ich nur hoffen, dass wir einen schönen Winter haben, der nicht ganz so kalt wird.